Audi bot den Besuchern der LA Auto Show gleich zwei imposante Präsentationen. Nummer 1, der R8 Spider. Die offene Variante des Sportlers R8 hat bereits auf der IAA in Frankfurt für viel Aufsehen gesorgt. Auch in Los Angeles bekam er viel Applaus. Auch wenn die Leistung von 525 PS und eine Beschleunigung von 4,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h sowie 313 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit beeindruckend sind, die äußerst gelungene Optik hat bei der LA Auto Show für anerkennende Blicke gesorgt. Ein harmonisches Auto, das seine Supersportwagen-Fahrleistungen nicht aggressiv zur Schau stellt. Er dürfte auch bald in Los Angeles oder Miami einigen offenen Sportwagen italienischer Herkunft die Schau stehlen. Präsentation Nummer 2, der e-tron. So könnte ein elektrischer Hochleistungssportwagen aus Ingolstadt aussehen. Auch wenn er bereits wie ein Serienfahrzeug wirkt, ist der von 4 Elektromotoren angetriebene e-tron noch eine Studie. Das ist die Zukunft, wie sich die Audi die elektrische Mobilität vorstellt. Und ich glaube, wir haben gezeigt, dass elektrische Mobilität nicht langweilig sein muss. Auch elektrische Fahrzeuge können wahnsinniges emotionales Design haben, richtig Gänsehaut hervorrufen. Und ich glaube, das zeigt der e-tron. Aber nicht nur das Design kann überzeugen. Die wahren Neuerungen sind nicht auf den ersten Blick zu erkennen. Jedes Teil wurde von den Ingenieuren auf seinen Einsatz in einem rein elektrischen Auto betrachtet und so konstruiert, dass es Teil eines optimalen Packages ist. Der Faszination der Studie konnte sich selbst Kaliforniens Gouverneur Arnold Schwarzenegger nicht entziehen. Er besuchte die Autoshow, um als einer der wenigen im e-tron Platz nehmen zu dürfen.